Ja, ich möchte aus dem heimischen Wohnzimmer einmal kurz erklären, wie man lötet. Das brauchen wir nämlich für unseren schwenkenden Ventilator. Und wir sehen jetzt hier einen Lötkolben. Dieses Teil wird mit der Steckdose verbunden und dann wird das gute Stück richtig warm. Mehrere hundert Grad Celsius, also etwa 400 Grad Celsius. Und bei diesen Temperaturen schmilzt dann Lötzinn. Das haben wir hier oder dort. Und dieses Lötzinn wird dann also aufgeschmolzen und es ist danach in der Lage, zum Beispiel zwei Drähte miteinander zu verbinden. Hier habe ich so eine Rolle mit Draht und diesen Draht hier, den müssen wir natürlich vorher metallisch blank machen. Der ist isoliert, da ist eine Plastikumhüllung drum. Für das Abisolieren dieses Drahtes brauchen wir ein Messer oder im besten Falle eine Abisolierzange. Die habe ich aber in der Schule gelassen und nicht zu Hause. Was ich hier noch habe, ist ein Seitenschneider. Mit dem kann man diesen Draht ganz elegant kürzen. Das mache ich jetzt mal und kneife ich jetzt hier einfach mal durch. Also auch kleine Nägel sind damit kein Problem. Damit das Ganze funktioniert, muss also diese Isolation, das schwarze Material aus Plast, entfernt werden. Dazu ziehe ich das hier ein bisschen auseinander und bei uns an unserem Werkstück sind die Drähte deutlich dünner. Und hier trenne ich jetzt Fasolierung ab. Und dann sehen wir hier metallisch blanke, kleine, viele kleine Drähtchen. Die nehmen wir so ein bisschen auseinander, dann sieht man sie ganz schön. Und diese Drähtchen, die sind jetzt metallisch blank, die muss ich nachher miteinander verlöten. Einmal brauche ich die Drähtchen von dem Stromversorgungsclip. Die gehen zum Schalter, da brauche ich eine Öse. Und ich brauche diese Drähtchen weiter vom Stromversorgungsclip hoch Richtung Motor. Dort muss ich einfach zwei Drähte zusammenlöten, weil der vom Batterieclip, der ist zu kurz. In der Tüte war ja auch noch ein Stückchen Reservedraht. So, jetzt habe ich das eine abisoliert. Das mache ich jetzt hier auch gleich noch einmal. Ich isoliere das zweite Ende Draht ab. Und dann löte ich die zusammen. Das heißt, ich verdrille die, ich drehe die jetzt gegeneinander. Jetzt mache ich das einmal. Und das sieht jetzt so aus. Jetzt sind die beiden Drähte also locker miteinander verdrillt, aber wirklich fest ist das alles noch nicht. Im nächsten Schritt kommt Lötfett zum Einsatz. Das säubert mir das Material und sorgt dafür, dass mein Lötzinn, was nachher gleich weich ist, hier wunderbar verläuft. So ähnlich wie Spüli beim Geschirrspülen funktioniert das oder wie Seife beim Händewaschen. Also ein klein wenig von dem Lötfett hier auf meinem Draht und dann müssen wir den Lötkolben nur noch warm werden lassen. Beim Löten ist es wichtig, dass der Lötkolben ordentlich warm ist. Der ist jetzt gut und gerne 5 Minuten in Betrieb und wir sehen hier, da schmilzt mein Lötzinn ganz locker auf und ich habe hier oben drauf einen guten Tropfen flüssigen Lötzinns. Und jetzt komme ich mit meinem Draht und halte es hier mal kurz dran. Es wird ein klein wenig zischen, ein klein wenig räuchern. Und dann werden wir sehen, dass das Lötzinn jetzt hier auf den vielen, vielen dünnen Drähtchen, die den Gesamtdraht bilden, einfach so zerfließt und das Ganze wird mit Lötzinn gut benetzt. Das wird sicherlich ein paar Augenblicke dauern. Es zischt ganz lustig und jetzt sehen wir es. Sehr schön. Also das ist jetzt wunderbar verlötet. Das ist metallisch gut leitend und auch mechanisch fest. Der Schalter wird von zwei kleinen Schräubchen gehalten, etwa solchen hier. Und damit der Draht dort den elektrischen Kontakt gut herstellen kann, die Schräubchen sind ja auch aus Metall, müssen wir um die Schräubchen herum eine Öse aus Draht bilden und diese eben auch verlöten, sodass das gut hält. Und dann drückt das Schräubchen diese Drahtböse gegen den Schalter und hält auf der anderen Seite den Schalter im Holz fest. Dazu bastel ich jetzt eine Öse. Ich nehme mir also wieder meinen Draht, isoliere davon ein etwas längeres Stück ab, so ungefähr 2,5. Ich habe den Draht abisoliert und jetzt sehen wir hier ganz viele kleine Äderchen. Das teile ich etwa hälftig auf. Eine Seite nach links, eine Seite nach rechts und auf jeder Seite etwa halb
die Dünndrähtchen. Dann halte ich sie hier fest und verdrille das ein kleines bisschen. Das heißt, ich drehe einfach an der Isolierung. Das sieht dann etwa so aus. Dann nehme ich mir einen Vorstecher, habe ich hier zu Hause leider nicht. Ich muss jetzt hier einen Schraubenzieher nehmen, aber in der Schule haben wir Vorstecher. Und verdrille das andere Ende. Der Schraubenzieher ist jetzt hier kreisrund und bildet dort eine Öffnung, die etwa rund ist. Nun wiederholt sich das Spiel. Ich prüfe erstmal, passt hier meine Schraube gut durch. Das Schräubchen passt also. Und jetzt wiederholt sich das. Ein wenig Lötfett dran, also Flussmittel auch genannt. Den Lötkolben benetzen wir mit ein wenig Lötzinn, dass da auch genügend Material vorhanden ist. Und dann einmal kurz dran halten, wird wieder zwischen, ein kleines bisschen räuchern. Dann verfließt das schön. Das ist jetzt fest und das Schräubchen wird die ganze Sache wunderbar halten können mit dem Schalter zusammen. Was hier an Material übersteht, nehme ich den Seitenschneider und kürze das einfach ein wenig ein. Knips, weg ist es, fertig. Der Motor, hier ist er, der hat zwei kleine Langlöcher. Dort werden wir auch löten und wir bilden einfach nur einen kleinen Haken. Bevor wir das allerdings verlöten, prüfen wir, ob der Motor richtig rumläuft. Deshalb habe ich hier nur den Draht erst einmal reingehängt. Wenn der Motor falsch rumläuft, dann pustet der Ventilator nicht, sondern er saugt die Luft an. Er soll aber pusten. Heißt im Klartext, ist es falsch rum, also er pustet nicht, dann müssen wir einfach nur die Polung ändern und der Draht, den ich jetzt hier habe, versucht anzumachen, kommt dann hier unten an das andere Loch. Und wird natürlich dann auch mit Lötfett versehen angelötet, damit ein guter elektrischer Kontakt da ist.